Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, auch heute wieder eine OCG-Folge. Ich habe wieder Stuff von meinem OCG-Händler bekommen. Und ja, da ist Dreck an der Seite, den machen wir später weg. Ja, Bonus-Pack gab es heute keins, also ihr braucht nicht bis zum Ende warten, wobei es sich dennoch lohnen würde, denn heute sehen wir wirklich coole Sachen, viele Collectors Rares und einige Sachen aus Savage Strike, genau, also das Set, wo jetzt nach Soul Fusion bei uns rauskommt, und eine Karte, deren Rarität ich nicht zuordnen kann. Es ist keine Collectors Rare, auch wenn Yannick wohl meinte, es sei eine, aber wir werden gleich sehen, warum. Ja, wir fangen erstmal an mit drei Karten, die wir schon gesehen haben, deswegen habe ich die gleich an den Anfang gesetzt. Ich schätze mal, alles andere, was danach kommt, außer die allerletzte Karte, haben wir auch noch nie gesehen. Wir starten mit dem Exkodiersprecher heißt der, glaube ich. Eine ziemlich unbeliebte Karte, das war das Covermonster aus Extreme Force. Ich wusste gar nicht, warum die alle so hassen. Ich fand die Karte richtig cool, die Farbgebung und so, auch das ganze Monster. Ich fand den wesentlich geiler als den richtigen Kodiersprecher. Wie hieß er nochmal? Oh Gott, auch mit irgendwas mit Kodier, Ex-Kodier, Re-Kodier, Trans-Kodier, keine Ahnung. Auch vielleicht auch nur Kodiersprecher, ich weiß es gerade nicht. Ex-Code. Ach, vergessen wir es. Jedenfalls fand ich die wesentlich geiler als die Originale, wobei ich sagen muss, ich finde diese ganzen Sprecher, ja, diese ganzen Codiersprecher finde ich eigentlich alle relativ cool. Mein drittes Exemplar in Ghost bzw. in Holographic Rare. Sehr, sehr feine Sache. Dann, ja, die kennen wir ja auch mittlerweile. Haben wir, ich glaube, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesehen. Ich glaube, sogar in den beiden letzten Folgen. In der vorletzten tatsächlich das Ulti, in der letzten das Ultra. Das hier ist jetzt der Tinwinkel Cerberus. Haben wir ihn zweimal als Ulti rangeholt. Ich glaube, da habe ich jetzt 8 Stück von. Heißt, fehlt noch eine, beziehungsweise zwei. Ich werde noch 2 oder 3 ranholen, so zum Tauschen vielleicht. Brauchen wir auch gar nicht weiter drauf eingehen. Das ist jetzt die Karte, von der die Rede war. Das hier ist Battleship Cherry Blossom. Und sie soll angeblich eine Collector's Rare sein. Warum das nicht so ist, erkennt man meiner Meinung nach daran, ich habe dahinter auch gleich eine Collector's Rare, da können wir es vergleichen. So, das hier ist eine Collector's Rare, seht ihr? Hier ist alles so aufgesplittet, auch hier ist alles wie eine Ultimate gedruckt und halt extra nochmal aufgesplittet. So, wenn man drüber fährt, merkt man, dass es einfach erhaben ist. Hier schillert es einfach nur auf eine ganz besondere Art und Weise, ja. Seht ihr das? Und hier sieht es so aus, als würde hier so eine Welle drüber fließen über den Rand, so wenn man das so spiegelt. Und es ist nicht erhaben, überhaupt nicht. Es fühlt sich an wie eine Super oder eine Ultra Rare, ja, ganz glatt. Also das ist hundertprozentig keine Collector's Rare, Yannick. Das ist irgendwas anderes. Da muss man sich mal schlau machen, was das für eine Rarität ist. Die Kamera fängt es jetzt leider gerade gar nicht so geil auf, wie es aussieht. Ihr müsst mal auf Yannicks Facebook-Seite gucken. Er hat auch ein kurzes Video von der Karte da hochgeladen. Ja, das ist einfach sowas von unglaublich heftig. Was ich auch gerade sehe, ist sogar die Set-Angabe schillert, ja. Sogar die ist holographisch. Also habe ich noch nie zuvor gesehen. Keine Ahnung, was das schon wieder für eine Rarität ist. Aber sie ist echt bemerkenswert, ja. Eine schöne Holo. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber richtig geil auf jeden Fall. So, dann kommen wir jetzt zu den richtigen Collectors Rares. Da haben wir hier einmal, wie hieß sie nochmal? Ich glaube, Rangsteigerungszauber, Bewunderung der Massen in Collectors Rare. Ja, auch eine extrem coole Karte. Dann haben wir, ich glaube, das war eine dieser Chaos-Nummern, Chaos-Nummer 73, Abyss Superspritzer war das, glaube ich, auch hier in Collectors Rare. Ich halte es mal so ein bisschen gegen das Licht, vielleicht sieht man es dann ein bisschen besser. Richtig, richtig nice, ja. Schade, dass ich hier oben gerade meine Lichter nicht anhabe, sonst könnte man hier richtig schön dieses Regenbogenschillernde sehen. Wirklich eine Collectors Rare. Wirklich, auch wenn ihr keine japanischen Karten normalerweise sammelt, holt euch irgendeine, wirklich. Also so allein fürs Auge muss es einfach drin sein, weil das ist so eine geile Rarität. Das kann man eigentlich, sieht man eigentlich erst, wenn man sie selber in der Hand hält. Wo wir gerade beim Thema sind, in der Videobeschreibung findet ihr wie immer Yannicks Facebook-Account. Dort könnt ihr ihm schreiben. Sein Shop läuft halt noch nicht, das heißt, ihr müsst alles extra bei ihm bestellen. Er holt das auch ran, ihr müsst nicht in Vorkasse gehen, ihr müsst erst bezahlen, wenn es da ist. Das dauert halt ein paar Wöchchen, bis es da ist, so 2 bis 4 Wochen, je nachdem, wie schnell es halt ist. Und dann ist das Zeug da. Also gibt eigentlich nichts, was er nicht besorgen kann. Genau, dann haben wir hier auch in Collectors für den super starken Samurai Dampfzugkönig. Ja, auch die ist ein bisschen gebrandet, wie man so schön sagt. Stört mich jetzt aber nicht weiter. Aber auch die Collectors Rare, richtig, richtig geil gemacht.
Dann haben wir den Künstlerkumpel 5 Regenbogenzauberer, heißt der, glaube ich. Auch in Collector's Rare, ebenfalls mein erstes Exemplar. Auch mega nice. Und dann haben wir etwas, das fand ich sowas von dermaßen geil, das musste ich mir einfach besorgen. Das ist hier auch in Collector's Rare, das Siegel von Orichalcos. Das ist quasi ein verbesserter Ultimate Print dieser Karte. Und ich habe sie mir sage und schreibe 11-mal besorgt. Das heißt, ich habe sie tatsächlich noch 2-mal vor Trade. Ja, richtig geil. Und die sind halt tatsächlich alle in Collector's Rare. Gebt euch das mal. Das ist doch unglaublich schön, oder? Und da fehlt jetzt sogar noch der Regenbogeneffekt. Wenn da wirklich Licht drauf fällt, also so, wenn man es irgendwie unter ein Licht hat oder so, dann schillert das noch so richtig Regenbogenfarben. Das ist einfach dermaßen geil. Das boah, unbeschreiblich. Gut, weiter geht's mit ein paar Karten aus, oh Gott, Savage Strike. Bäh. Gut, das ist jetzt der Cybers Quantum Dragon. Da habe ich jetzt hier nur einen Ultimate bekommen. Leider. Sieht aber auch ganz cool aus. Es ist nicht die Karte, die mich übermäßig vom Hocker haut, vom Design her, aber ist doch an sich eine relativ coole Karte. Und optisch natürlich auch wesentlich... Warum ist mein Finger so schwarz? Habe ich irgendwie eine Tinte gelangt? Na, egal. Auf jeden Fall, eine davon sieht halt auch schon ganz cool aus eigentlich. Und Ulti halt. Ja. Weiß jetzt gerade gar nicht, welche Raritäten es die noch gibt. Dann eine Karte, auf die ich mich sehr gefreut habe. Elementarheld Cosmo Neos als Playset in Ultimate Rare. Das ist endlich mal wieder ein Elementarheld, wo man sagen kann, der sieht wirklich aus wie so ein Elementarheld aus der GX-Zeit. Der könnte da super reinpassen. Das ist ein Elementarheld der alten Schule. So muss das sein, so muss das aussehen, ohne Witz. Der sieht, ich meine, gebt euch mal das Artwork. Der sieht sowas von sick aus, ja. Das ist einfach brutal heftig. Das sieht einfach unglaublich geil aus. Das ist, glaube ich, bisher, ich meine, ich habe noch nicht alles gesehen aus Savage Strike, aber von dem, was ich bisher gesehen habe, ist das tatsächlich meine absolute Lieblingskarte. Es gibt noch einen zweiten Elemental, der ist aber, glaube ich, nur Rare, zumindest in Japan. Sieht aber auch ganz gut aus. Dann haben wir hier den Tiggy Trident Launcher. Den habe ich in Ultimate tatsächlich ganze 10-mal, das heißt, den habe ich ja auch einmal vor Trade. Schauen wir uns den hier einmal an. Auch der sieht halt doch relativ nice aus. Ja, Ulti halt auch. Was will man mehr? Mega fette Geschichte. Finde ich cool. Wusste gar nicht, dass er den so oft bekommen hat. Ich glaube, er hat es mir schon gesagt, aber ich muss es wieder vergessen haben. Und zu guter Letzt eine Karte, die wir auch schon gesehen haben. Das letzte Mal in Super Rare. Bei uns war es nur eine Kamen. Jetzt als Secret Rare. Effekt, komm raus. Ja, die Belichtung ist halt... Es ist schon hell, aber... Irgendwie kommt die Belichtung aus dem falschen Winkel. Ja, ich brauche Softboxen. Ich weiß es, Leute. Erwähnt es nicht jedes Mal. Vector Scare Archfiend heißt die Karte. Und ja, vielleicht erkennt man es so. Ja, hier erkennt man es ein bisschen. Also es ist auf jeden Fall eine Prismatic Secret. Auch die habe ich jetzt 10-mal. Auch davon ist dann einer zur Abgabe. Das ist natürlich eine Karte, die geht eigentlich nix. Um es mal ganz salopp zu sagen. Ja, das war die Sendung für heute. Ich hoffe, ihr seid mit der Sendung genauso zufrieden wie ich. Ich danke dir nochmal, lieber Yannick. Echt geile Sache. Die nächste Sendung ist schon wieder auf dem Weg. Ich mag diesmal, glaube ich, aus Extreme Force und Flames of Destruction oder so. Mega, mega cool. Ich bin auch gerade dabei, vielleicht ein oder zwei Sammlungen ranzuholen, je nachdem. Und ja, wir sehen uns dann zum nächsten Video. Und bis dann, macht's gut und haltet die Ohren steif.